Der einzige Weg, um Angst loszuwerden. Heute zeige ich dir eine Technik, die ich für mich selber nutze, um Angst loszuwerden. Hier geht es nicht darum, mit der Angst zu kämpfen. Die Angst darf ja da sein. Aber es gibt einfach Momente, da übermannt einen diese Angst. Und sie nimmt den gesamten Alltag ein und das gesamte Leben ein und man kann nicht mehr normal leben. Wie kannst du jetzt mit deiner Angst klarkommen? Wenn du spürst, dass in dir Angst hochkommt, beobachte, wie du darauf reagierst. In der Regel ist es so, dass wir mit Gedanken darauf reagieren und uns auf diesen Strudel von Angst einlassen, der uns immer tiefer wie im Treibsand nach unten zieht. Aber stell dir mal vor, was würde passieren, wenn die Angst da ist und du sie im Körper erstmal lokalisierst und atmest und fühlst, wo sie im Körper ist, ohne mit Gedanken dir ein Drama aufzubauen. Oh Gott, das hört sich jetzt so an, als würde ich dir eine Ohrfeige geben. Aber wir bauen uns oft im Kopf Dramen aus. Ja? Und wenn das passieren würde und dann das, oh mein Gott. Also das heißt, mit unseren Gedanken, die wir denken, lenken wir uns selber immer tiefer in die Scheiße rein. Und ich weiß, wie ekelhaft das ist, wenn unangenehme Emotionen hochkommen, dass wir mit ihnen bleiben, dass wir nur mit ihnen bleiben, ohne auf unsere Gedanken. Es ist leichter, mit dem Verstand zu arbeiten, mit unserem Ego und diesen Gedanken hinterherzugehen, anstatt im Körper zu bleiben, in unserem Körper. Uns das Gefühl von Sicherheit zu geben, indem wir uns selber umarmen und streicheln. Auf unseren Atem zu achten, um runterzukommen. Damit beruhigen wir unser Nervensystem, das gerade in Angst und Panik ist. Wenn der Körper das Gefühl hat, ich bin in Sicherheit, kann es schneller runterkommen und rauskommen aus der Angst. Heißt nicht, dass die Angst sofort weg ist. Aber wie wäre es, wenn du mit diesem Gefühl im Körper bleibst und erstmal schaust, weil in der Regel ist die Angst unbegründet. In der Regel. Ja, manchmal schon, aber in der Regel. Wenn du in deiner Wohnung bist, wenn du irgendwo unterwegs bist und du bist gerade in Sicherheit, es kann nichts passieren, aber die Angst kommt hoch in Form von Gedanken, in Form von Panikattacken. Wo ist sie im Körper? Wo ist sie im Körper? Kannst du da reinatmen? Kannst du mit dieser Angst bleiben und atmen? Und dir vorstellen, in deinem Körper, als wäre das, bei jedem ist was anderes, aber ich stelle es mir bei mir so vor, als wäre es so eine Energiekugel, die total grau und schwarz ist und total eng und dicht ist. Und ich atme die ganze Zeit da rein. Und mein Verstand versucht mir einzureden, ich sollte aber jetzt Angst haben, weil das, das, das und dem nicht folgen, sondern wieder zurück in den Körper gehen. Wir können nicht gleichzeitig auf unseren Körper achten und auf die Gedanken, sondern immer wieder zurück zum Körper gehen, auf ihn achten, auf dieses verdichtete Gefühl im Körper, das zu suchen, das zu finden und dabei zu bleiben und immer wieder reinatmen. Oft ist es so, wer die Übung noch nie gemacht hat oder sich damit nicht auskennt, denkt man ja, aber also man fällt in Panik rein, weil man denkt, es wird immer schlimmer. Wenn du aber der Angst in die Augen schaust, ne? Weil die Angst ist nicht böse, sie ist liebevoll, sie will uns nur helfen. Und sie ist irgendwo im Körper und will eigentlich nur gesehen werden. Und wenn wir ihr ein Gesicht geben und wenn wir hingehen und diese Angst umarmen und zusammen atmen und uns zusammen darauf einlassen, dass es gerade voll unangenehm ist, total das unangenehme Gefühl ist, wird die Angst immer kleiner werden, beziehungsweise wird sie so wie Staub zerfallen. Sie wird sich transformieren in Licht. Diese dunkle graue Kugel wird dann irgendwann weiß und wird immer größer und ist nicht mehr so verdichtet, sondern ganz weit. Das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir denken, wir müssen uns immer gut fühlen. Gerade jetzt hier auch in dieser spirituellen Szene. Wir müssen immer positiv sein, weil sonst manifestiere ich irgendeinen Mist. Du musst nicht immer positiv sein. Wir haben alle unsere Aufs und Abs. Es gibt Tage, da liege ich im Bett und bin einfach nur genervt. Das kommt vor. Und wenn wir das für uns akzeptieren, dass wir Menschen sind, die all diese Emotionen haben, wir haben auch mal Angst und dürfen die auch haben. Und nicht dagegen kämpfen, und denken, ich muss aber jetzt positiv sein, ich muss mich jetzt gut fühlen, du musst gar nichts. Es fühlt sich besser an, wenn wir uns gut fühlen und glücklich sind. Heißt aber nicht, dass wir immer uns so fühlen müssen und das können wir nicht. Das kann kein Mensch auf dieser Erde, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es irgendwelche Erleuchteten, aber selbst die, die erleuchtet sind angeblich, erzählen davon, dass auch sie schlechte Tage haben. Und wenn du dir das selber klar machst, dass diese schlechten Momente sein dürfen, dann nimmst du den Widerstand raus. Dieser Widerstand hält diese unangenehmen Dinge oft fest. Wie viele Menschen, könnt ihr mir auch unten reinschreiben, wenn du der Mensch bist, der viel Angst hat oder viele Panikattacken, gehen zu Therapeuten und es bringt nichts. Sie gehen jahrelang zum Therapeuten und haben immer noch Panikattacken, weil da nicht an die Wurzel gegangen wird, ja, und mit der Angst beschäftigen. Und es gibt natürlich auch noch andere Themen, in der Kindheit. Da sind oft angstvolle Situationen entstanden,
die immer noch nicht gelöst sind, die noch in deinem System gespeichert sind, die müssen oder dürfen aufgelöst sein. Dein Körper fühlt sich immer noch unsicher und deswegen diese Panikattacken. Da in diese Kindheit reingehen. Natürlich gibt es tolle Therapeuten, die auch helfen können. Aber leider viele, gerade jetzt aus der, nee, ich möchte da drüber nichts sagen, sonst wird das Video gesperrt. Aber es gibt immer noch genug Leute, die machen Therapie ohne Therapie, über Therapie und nochmal Therapie. Und es ändert sich nicht viel. Ich kenne aber auch Leute, die Therapien gemacht haben bei ganz tollen Leuten. Da hat sich ganz, ganz viel verändert. Ja. Hatte ich erst vor kurzem jemanden getroffen beim Einkaufen, wir kamen ins Gespräch, ist ja immer alles kein Zufall. Und er war in Therapie, es ging um die Kinder, wir kamen irgendwie ins Gespräch mit Kindern und wie wertvoll sie sind. Und er meinte, ja, man muss halt aber auch seine eigenen Themen bearbeiten. Da dachte ich mir, wow, ich treffe hier jemanden draußen, hier bei mir im Ort in Frankfurt, der über sowas redet. Und er war in Therapie im Schwarzwald wohl und er war irgendwie ein paar Wochen da. Und er meinte, ich wusste nicht, wie schrecklich meine Kindheit war. Ich dachte, es wäre immer alles perfekt, aber die Eltern haben immer zerstritten, es gab immer Dramen und hat so viel in sich an Angst, Wut gestaut, dass er dann auf seine Frau und auf seine Kinder natürlich projiziert hat. Und diese Therapie hatte ihm dann unter anderem geholfen. Und hat ihn dann gefragt, ne, weil ich meinte, das ist auch meine Arbeit, ich arbeite auch mit Kunden, das ist genau mein Thema, erzählen Sie mal, was haben Sie dann gemacht? Das, was ich kenne und das, was ich auch mache, ne? Dass wir da mit in die Kindheit gehen, dass wir das auflösen, dass wir das erkennen, dass wir ins Vergeben gehen, dass wir uns selber vergeben, dass wir das anerkennen und auch sein lassen dürfen, dass es so war, wie es war. Auch in unserem Körper mit diesen Emotionen arbeiten und ihnen erlauben, da sein zu dürfen, ohne gegen sie zu kämpfen. Weil oft gerade auch Menschen, die jetzt Panikattacken haben, ich meine, ich kann es verstehen, man will es wegmachen. Es geht nicht einfach weg. Wenn da etwas ist, dann möchte es angeschaut werden. Und die Emotion möchte auch von dir respektiert werden, dass du mit ihr bleibst. Ich kann es mir vorstellen, es ist schmerzhaft. Ja? Also ich denke jetzt gerade so an die Geburten. Wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, ja, Samara, also, du musst schon mit dem Schmerz bleiben, könnte ich dem links, rechts eine geben, weil es tut weh. Es ist schmerzhaft, was soll ich mit dem Schmerz bleiben? Aber es ist oft so, wenn du mit dem Schmerz bleibst und atmest, wird er gehen. Er wird nicht für immer bleiben. Natürlich gibt es Dinge, die man erlebt, die sind manchmal so schrecklich. Ja? Hatte ich jetzt auch vor kurzem. Möchte ich auch jetzt nicht hier online drüber reden, weil die Menschen mir hier auch zuschauen. Die haben einen Menschen verloren in der Familie durch Selbstmord. Ja, ich möchte diese Menschen gar nicht. Ich weiß nicht. Man kann einfach nur da sein mit diesen Menschen. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was für einen Schmerz sie da ertragen müssen. Ja, wenn ich sage, bleib mit dem Schmerz. Es sind Sachen, die passieren. Ich will jetzt nicht hier auf einen Neumarkt klug machen, bleib mit dem Schmerz. Es sind manchmal einfach Dinge, die passieren. Da ist der Schmerz unerträglich. Und niemand zwingt dich, diesen Schmerz dann einfach aushalten zu müssen. Du musst gar nichts. Wenn du dich ablenken willst, kannst du, aber mach das bewusst und achtsam. Das heißt, es ist bei mir auch im Alltag, wenn ich Themen habe, die mich gerade extrem triggern, ja, und nicht so schmerzhaft wie das, was ich eben erzählt habe, dann lenke ich mich manchmal ab, weil ich gerade mich mit meinen Emotionen nicht beschäftigen kann, weil ich Besuch habe, weil ich unterwegs bin, weil ich an der Kasse stehe, ne, weil ich selbst zu Besuch bin. Und dann kann ich mich nicht hinsetzen mit meinen Emotionen erstmal beschäftigen. Ist schwierig. Also lenke ich mich erstmal ab und nehme Tee und trinke Tee oder was weiß ich was und unterhalte mich mit den Menschen. Aber danach, nochmal zusammengefasst, wenn Emotionen hochkommen von Angst, von Stress, von Druckgefühl, beobachte, was da für Gedanken hochkommen. Und bevor du diesen Gedanken folgst, bleib beim Gefühl. Das Gefühl ist das, was geheilt werden möchte, nicht die Gedanken. Das ist wieder der Verstand, der versucht, dich in eine ganz andere Richtung zu lenken. Also geh immer wieder in deinen Körper rein, bleib mit dem Gefühl, atme ganz entspannt. Wenn du die Möglichkeit hast, lass dich therapeutisch begleiten, lass dich von einem Coach begleiten, dem du vertraust. Wenn du eine gute Freundin hast, einen guten Freund hast, bei dem du dich sicher fühlst, dann nehmt euch Zeiten, weil heilen können wir am besten im Beisein von einem anderen Menschen. Es ist einfach so. Wir können nicht einfach komplett alleine heilen. Das ist sehr schwierig. Wir brauchen die Sicherheit. Und die Sicherheit bekommen wir von anderen Körpern, von menschlichen Körpern, die in der Nähe sind, die aber auch in sich, das heißt, sicher fühlen. Sie müssen sich nicht unbedingt sicher fühlen. Wenn es eine Freundin ist, muss sie sich nicht sicher fühlen. Aber dass du dich bei ihr sicher und geborgen fühlst, die den Raum halten kann für die Emotionen, die du gerade aufbringst, die dann nicht in Panik gerät und sagt, oh, ich muss, glaube ich, jetzt einen Arzt anrufen, sondern dass sie das aushalten kann, dass du jetzt gerade weinst, dass du Panik hast, dass du zitterst, dass sie einfach nur bei dir ist, deinen Arm streichelt. Das beruhigt dein Nervensystem und das hilft zu heilen, weil wir es leider nicht gelernt haben in der Kindheit, negativen Emotionen Raum geben zu können. Ne? Ältere Generationen wurden geschlagen, wenn sie, ich auch, ne? Wenn ich negative Emotionen hatte, wie schreien, wie weinen, wie wütend sein, dann gab es direkt eine Strafe und dann habe ich es halt weggedrückt. Es gibt aber auch Kinder, die nicht geschlagen wurden, aber schon mit dem Blick wurde gezeigt, hör jetzt auf zu weinen.
Die wenigsten von uns hatten sehr achtsame Eltern, die erlaubt haben, du darfst jetzt weinen, du darfst jetzt wütend sein, du darfst jetzt traurig sein. Das sind Emotionen, die nicht erlaubt wurden. Und deswegen haben wir jetzt eine Gesellschaft, die sehr traumatisiert ist, sehr depressiv ist, weil sie diese Emotionen nicht erlaubt und die runterdrückt. Wenn du von mir begleitet werden möchtest, unten ist ein Link, kannst du gerne draufklicken und dich bei mir melden. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, kommentiere gerne unten und lass mir auch einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und bis bald zu einem der nächsten Videos.